Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, ich würde sagen, wir lassen heute mal die U-Bahn in Ruhe. Wir werden heute mal nicht mit der U-Bahn weitermachen. Da haben wir jetzt doch einige Folgen damit verbracht. Das reicht dann jetzt auch zwischendurch mal wieder. Ich würde jetzt erstmal die Sachen hier mal wegräumen, die wir hier so im Inventar haben. Braucht man nämlich alles nicht. Und dann mir ein anderes Projekt schnappen. Und da hat mir ein Zuschauer eine ziemlich coole Idee geschickt. Er meinte zwar, ja, er könnte mir das bauen, aber da ich ja momentan noch nicht mit einem Server arbeite und das mit den Gästen alles noch ein bisschen dauern wird, werde ich diese Idee jetzt einfach mal vorwegnehmen und werde mir das Thema jetzt mal hier schnappen. Wir nehmen hier mal nochmal Erde mit. Dann packen wir hier mal die ganzen Schienen alle weg. Das brauchen wir alle nicht. Wir könnten hier mal sortieren, damit das hier mal ein bisschen besser ausschaut. Ja, doch, kann man so lassen. Dann brauchen wir jetzt noch Arbeitsgerätschaften. Das wäre das. Nee, nicht das hier. Das hier. Das hier brauchen wir. Und, oh, Saplings. Sehr, sehr viele Saplings. Sehr, sehr nice. Das ist toll. Eimer brauchen wir noch. Wassereimer. Sehr gut. So, nee, so, okay. Mal das auch. Und zwar hat er gemeint, ob ich einen Bauernhof und Felder habe. Einen Bauernhof in dem Sinne haben wir ja. Jetzt gehe ich mal ganz schnell hier rein und hoffe, dass ich die Nacht überspringe, bevor die Zombies kommen. Nicht, dass sie dann hier schon im Haus stehen. Bauernhof haben wir. Felder in dem Sinne, jein, wir haben Felder. Das ist das eine Karottenfeld hier, das so ein bisschen deplatziert ist. Ja, das ist halt da, dass es da ist. Keine Ahnung, warum ich das da mal hingemacht habe. Ja, für die Dorfbewohner, genau. Aber so wirklich haben wir da in die Richtung nichts. Wir haben halt hier das Gewächshaus. Und deswegen wäre das eigentlich eine coole Idee, wenn wir hier tatsächlich Felder hinpacken würden. Dafür würde ich das hier ein kleines bisschen ändern. Und zwar würde ich das hier ein bisschen nach oben ziehen, wie Stufen. Und dann oben drauf ein Plateau machen und da ein ganz großes Weizenfeld machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ziemlich cool aussieht von der Ferne, wenn dann hier so ein großes Weizenfeld oben ist. Ich glaube, ich werde das auch nicht mit Zäunen oder so machen. Und ich werde das einfach nur hier oben hinbauen. Dann machen wir das Ganze hier so ein bisschen irgendwie stufenartig nach oben. Von vorne am besten auch. Ups. Und da müssen wir mal gucken, wann mir die Erde ausgeht. Aber da wir hier ja dann auch abtragen werden müssen, denke ich, wird mir die Erde so schnell nicht ausgehen. Wunderbar, sehr, sehr schön. Ja, Ask Julia Trin habe ich wieder eine Frage bekommen. Das ist die einzige, die ich momentan habe. Deswegen wird es da momentan nächste Zeit nicht ganz so viele Fragen geben. Und zwar hat Dani Sahne die Frage gestellt, wie schnell ist deine beste Zeit mit dem 3x3 Cube? Und hast du schon an Turnieren teilgenommen? Wenn ja, wie war das für dich? Für die, die jetzt verwirrt sind, um was geht es da? Ihr kennt ja vielleicht Zauberwürfel, Rubik's Cubes. Das sind diese Würfel, die dann meistens drei Ebenen haben. Und wenn man die dreht, dann verdrehen die sich und man muss dann halt eben versuchen, den wieder so hinzubekommen, dass wieder auf jeder Seite genau eine Farbe ist. Es ist meistens gelb-weiß, rot-grün, blau und gelb-weiß. Blau, grün und rot, orange? Ist es orange? Weiß gerade gar nicht. Bin gerade durcheinander. Was ist denn die andere Farbe? Kommt auch immer auf den Würfel drauf an, aber meistens ist es, glaube ich, orange. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Also das ist jetzt fast ein bisschen peinlich. Sind die Farben gerade nicht einfallen. Müsste orange sein normalerweise. Jedenfalls ist es halt Ziel, den Würfel dann so zu drehen, dass man dann so quasi wieder alle Farben auf einer Seite hat. Sechs Farben sind es halt. Und ja, das macht ziemlich Spaß. Und das ist halt so etwas, was viele kennen die Würfel, viele verdrehen sie gerne, aber können sie dann hinterher nicht lösen. Aber das ist halt etwas, was man lernen kann, wie man so einen Würfel dann eben löst. Und das habe ich halt eben auch im Laufe der Zeit gelernt. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte, die mir auch unheimlich viel Spaß bereitet. Und auch meinen Lebensgefährten das unheimlich gerne macht. Und da gibt es halt auch Competitions, an denen man teilnehmen kann, um dann halt eben, ja, zu lernen, beziehungsweise nicht zu lernen, um dann halt eben gegen andere anzutreten, was Schnelligkeit angeht, so ein Ding dann hinterher zu lösen. Und das macht tierisch Spaß. Also ich mag das sehr, sehr gerne.
Meine Bestzeit, glaube ich, liegt bei 28 Sekunden. Aber das liegt schon sehr, sehr lange zurück und ist momentan auch wirklich extrem unrealistisch, dass ich diese Zeit so schnell wieder schaffe. Weil ich halt, was das anbelangt, halt echt langsam geworden bin. Weil ich halt wirklich schon mal schneller war. Ich habe mal durchschnittlich, glaube ich, so um die 31 bis 35 Sekunden gebraucht und aktuell bin ich da halt meilenweit davon entfernt, diese Schnelligkeit wieder aufzubringen, weil ich es halt aber auch kaum mache. Ich cube zurzeit sehr, sehr selten. Aber ich war tatsächlich auch schon mal auf einer Competition und es war eine ziemlich coole Geschichte. Also das hat unheimlich Spaß gemacht. Im Endeffekt, das war bei mir unter anderem die Munich Open. Das ist dann in München. Da ist dann eben so eine Sporthalle angemietet. Da stehen dann ganz viele Tische. Ich habe auch ein, zwei Bilder auf Instagram davon. Und dann gibt es da verschiedene Kategorien, weil man nicht nur den 3x3 benutzt, sondern auch größere Cubes, die dann halt mehr als nur drei Ebenen haben. Und man tritt dort halt dann einfach gegen andere Leute an, die dann halt auch diesen Würfel lösen. Oder halt, jeden, wenn man eine andere Kategorie hat, eben einen anderen Würfel. Und das macht unheimlich viel Spaß. Verlangt halt natürlich auch einiges an Zeit und Übung. Und jetzt muss ich mal gucken, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wie wir das hier am besten gestalten von der Fläche her. Aber das hier wirklich so grob viereckig hier machen. Aber ich glaube, ich würde schon sagen, wir machen das hier wirklich schön viereckig. Also meine Bestzeit, die schaffe ich leider nicht mehr. Also unter einer Minute bin ich auf alle Fälle, ich bin auch unter 50 Sekunden. Aber unter 40 komme ich aktuell nicht. Und das finde ich sehr schade, weil ich halt weiß, dass ich schon schneller war. Aber mei. Ich meine, wenn man nicht übt, dann braucht man sich halt auch nicht beschweren, dass man schlechter wird, nicht wahr? Das ist also diese Sache dann immer. Es gibt es ja in so vielen Sachen. Man kann nicht davon ausgehen, wenn man seit Monaten kein CSGO mehr gespielt hat, dass man immer noch das gleiche Aiming hat. Oder wenn man es seit Jahren nicht mehr gespielt hat. Ja, man wird halt da auch schlechter im Laufe der Zeit. Und so ist es halt beim Cube natürlich auch, je länger du das nicht mehr machst, umso schlechter wirst du. Beziehungsweise du hast halt dann irgendwann ein Grundlevel, sag ich mal. Also ein Grundlevel hast du auf alle Fälle, wo du dann normalerweise nicht schlechter wirst als dieses Grundlevel. Aber schlechter halt auf alle Fälle. Und das ist dann natürlich immer ein bisschen schade und traurig, aber gut. Aber es hat mir halt wirklich unheimlich Spaß gemacht immer. Und ich war halt, wie gesagt, auch schon mal auf so einer Competition und das war für mich extrem cool. Auf der einen Seite hat es unheimlich Spaß gemacht, da eben zuzuschauen. Es ist ja klar, wenn du da dann mal die richtigen Profis siehst, wie schnell die da teilweise sind, dann ist man halt auch extrem geflasht und sich denkt, wow, krass, so gut, Respekt, ne? Und auf der anderen Seite habe ich halt auch mitgeholfen, weil man braucht halt auch sogenannte Judges, die da halt eben auch Sorge tragen, dass da auch alles glatt läuft. Ist die Schaufel kaputt? Dass alles glatt läuft, dass eben die Leute, da war sie wieder ganz kurz, die Schaufel, dass die Leute halt auch auf ihre Plätze kommen. Und dort dann eben auch, die werden dort dann aufgerufen und dann wird da der vorher nach einem bestimmten Schema verdrehter Würfel, deswegen nach einem bestimmten Schema, damit jeder den gleich verdrehten Würfel hat. Oder was heißt nicht jeder den gleichen? Es ist, glaube ich, es gibt eine gewisse Menge an Drehmustern und dann wird der Würfel halt danach verdreht. Das Scramble nennt sich das. Und dann wirst du halt aufgerufen und dann geht der Judge mit dir an den Tisch. Hat den Würfel halt schon vorbei und legt den halt vor dir verdeckt hin. Wir haben hier noch eine Diamantschaufel mit Angriffsschaden. Wow! Angriffsschaden, finde ich toll. Dann wird er halt verdreht, geht er mit dir nach vorne und legt dir den Würfel halt eben verdeckt hin, sodass du das nicht sofort sehen kannst. Und dann fragt er dich, ob du bereit bist und du legst deine Hände auf diese Stoppuhr. Das ist eine Stoppuhr, die man mit beiden Händen starten und beenden muss. Das sind so kleine Sensorflächen. Und stoppt dann aber auch noch die Zeit mit, falls der Dingens nicht anständig stoppt, der Countdown, also der Timer, den du da benutzt dafür. Und das hat auch tierisch Spaß gemacht, eben da selbst auch Judge zu spielen. Das mochte ich ziemlich gerne. Und ja, das war schon cool. Und ich habe natürlich auch selbst teilgenommen dann, weil man ist ja auch neugierig, man will ja auch selbst mitmachen. Das ist ja was ganz Tolles, wenn du dann da eben auch selbst
mitmachen kannst. Du willst ja auch schauen, willst dich auch messen mit den Leuten. Außerdem ist es halt dann auch eine offizielle Zeit, weil du dann bei der World Cube Association, das ist halt eben so eine ja, Instanz, die sich halt darum kümmert, dass das halt auch alles geregelt zugeht. Beispielsweise, wenn da jemand einen Rekord knacken würde und so weiter. Und die kümmern sich halt aber auch generell um die Zeiten. Da kannst du das dann offiziell eintragen lassen oder es wird dann offiziell eingetragen, bekommst dann wirst in der Datenbank angelegt, welche Zeiten du eben hattest und sind die halt auch offiziell. Weil wenn du einfach zu Hause mal cubes und hast Durchschnitt von, keine Ahnung, 15 Sekunden, dann kannst du das jedem erzählen. Du kannst es zwar natürlich klar auch aufnehmen, bla bla bla, aber man weiß ja, wie das mit dem heutigen Videozeitalter so ist, da kann man ja auch ein bisschen rummaukeln. Und dementsprechend ist es da halt dann schon so, dass da halt auch wirklich geschaut wird, dass das alles in rechten Dingen zugeht. Und ja, das macht aber schon tierisch Spaß. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier gemacht habe, mit welchem Radius ich das hier ums Wasser gemacht habe, weil so will ich es auf dem Feld auch machen, nur ich wusste das jetzt nicht mehr auswendig. Ist ja hier nicht ganz gleich, aber wir haben hier 1, 2, 3, haben hier immer 3. Okay, dann passt das, dann machen wir also immer 3 und dann Wasserloch. Dann müsste das normalerweise auch gehen. Ja, es hat Spaß gemacht, aber man muss halt dazu sagen, wenn du halt dann eben aufgerufen wirst, du gibst halt erst deinen Würfel ab, dann wird der eben verdreht, das siehst du auch nicht. Und dann in der Zeit sitzt du halt in so einem kleinen Warteraum und dann wartest du halt darauf, dass eben jetzt dann dein Würfel verdreht wird. Und das ist schon eine gewaltige Stresssituation in dem Moment. Also das ist wirklich eine Stresssituation. Weil du wartest da und wartest und wartest. Ja, das ist wirklich Stress. Weil wenn du dann eben aufgerufen wirst und dann mit dem Judge zu deinem Tisch gehst, du kannst dir dann auch den Tisch oft auch aussuchen, welchen Tisch du dann eben nutzen möchtest. Und dann sitzt du da und bereitest dich so quasi vor. Da ist es dann schon so, dass du in dem Moment halt wirklich aufgeregt bist. Du bist extrem aufgeregt. Also mir ging es mir so. Ich war gezittert am ganzen Leib und der erste Cube, den zu drehen, das war schon echt heftig. Und der geht halt dann wieder weg und legt den Würfel wieder zurück. Das machst du dann dreimal. Dreimal, glaube ich, war es. Ich meine schon, dass es dreimal ist. Wo du dann halt jedes Mal wieder deinen Würfel abgibst und dann halt wieder aufgerufen wirst. Und ja. Da war es sogar fünfmal. Fünfmal war es, weil die beste und die schlechteste Zeit wird dann immer weggestrichen. Und der Durchschnitt wird dann eben aus den drei mittleren Zeiten genommen. Und das ist schon krass, wenn du dann da am Zittern bist. Aber es macht halt aber auch tierisch Spaß, muss man halt auch dazu sagen. Okay, das hat auf alle Fälle funktioniert mit dem Wasserfleck. Dann müsste da jetzt so quasi das nächste Wasser hin. Müsste eigentlich nicht. Ich könnte eigentlich hier das nächste Wasser hinpacken. Aber irgendwie sieht es halt schöner aus, wenn wir es dahin machen würden, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Weil dann wird man so quasi hier dann nochmal. Ja, das passt dann so. Jetzt muss mal gucken, es müsste hier ja eh eine unendliche Quelle sein. Ja. Kann man nämlich da gleich Wasser nachschütten. Hätten wir vorher hier eine unendliche Quelle bauen sollen. Das heißt hier. Machen wir hier jetzt noch gleich die Löcher hin. Für das nächste Wasser. Da wieder 3 und dann wieder ein Loch. 3 und ein Loch. 3 und ein Loch. 3 und ein Loch. Genau, machen wir das nämlich hier. Und ich mache mal hier mal ganz kurz eine unendliche Wasserquelle. Wo machen wir denn die schnell? Die machen wir schnell mal hier hin. Die können wir dann hinterher wieder zuschaufeln. Ich will da jetzt nicht jedes Mal wieder 10 Meter rennen müssen. Nur weil ich Wasser brauche. So. Es leckt gerade wieder ein bisschen. Das ist ärgerlich. Ich hoffe, das kriegt sich gleich wieder ein. Könnte auch an den Tieren liegen. Ich weiß es nicht. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Wir brauchen zwar eigentlich nicht so viel Wasser hier. Aber ich finde es immer schöner, wenn es ein bisschen gleichmäßiger ist alles. Aber es läuft gerade sehr unrund, das Ganze hier. Das ist komisch und ärgerlich. Naja, so. Die unendliche Wasserquelle lassen wir hier jetzt mal, bis wir hier wirklich fertig sind.
packe ich hier überall noch ein Seerosenblatt drauf. Das hat den großen Vorteil, wenn ich hier abernte, dann kann hier nichts ins Wasser reinfallen. Deswegen mache ich das immer ganz gerne mit den Seerosenblättern. Ich würde tatsächlich hier bis an den Rand gehen. Fände ich irgendwie schöner. Und es sieht dann, das Feld ist dann auch gleichmäßiger, was die Wasserverteilung angeht. So, nach hinten, glaube ich, gehen wir auch bis an den Rand. Das Feld, ich weiß nicht, ob ich es dann wirklich benutzen werde, aber es passt halt super schön zu dem Bauernhof, wenn wir hier dann richtig schöne Felder hinpacken. Und ich muss jetzt dann mal gucken, ob wir meine Setzlinge reichen, aber wir haben so viele Setzlinge und spätestens, wenn wir ein Gewächshaus wieder abernten, haben wir dann auch genug Setzlinge. Hier lassen wir aber den Rand. Und ich will oben auch noch welche machen, deswegen habe ich da so ein bisschen die Ebenen gemacht. Ich will oben auch noch die ein oder anderen Felder hinpacken. Mal gucken, ob wir da dann das Gleiche anbauen oder ob wir da was anders anbauen. Das muss ich mir dann noch überlegen. Aber jetzt schauen wir erstmal. So, jetzt pflanzen wir hier an. Ah, das Anbauen, ne? So, mal gucken. So wird es am schnellsten gehen. Ja, wunderbar. Geht schon so. Kriegen wir schon hin. Alles hier schön anbauen. Hier fehlt noch was. Wenn das hier alles gewachsen ist, ich glaube, das sieht ziemlich cool aus. Könnte ich mir auf alle Fälle vorstellen, dass es ziemlich nice aussieht, wenn dann hier überall Weizen wächst. Wupp, und runtergefallen. Dürfen wir halt nur nichts vergessen. Aber ich glaube, mit den Setzlingen, die wir im Inventar haben, das könnte eng werden. Da werden wir nicht das ganze Feld ausfüllen können. Das heißt, ich muss mir dann auf alle Fälle neue Setzlinge holen. Das wird eng hier. Naja, ist ja nicht so schlimm. Holen wir uns halt neue. Also Setzlinge gehen einem in der Regel nicht so schnell aus, wenn du ein Feld hast. Da ist immer drüber gelatscht. Muss man hier schon wieder neu machen. Wenn du drüber latscht, dann kann das halt gerne mal passieren, dass da hier das ein oder andere Feld hier wieder umgepflügt werden muss. So, hier noch schön. Wie sieht Setzlinge technisch aus? Sind die letzten drei? Muss man neue holen. Ich glaube, ich habe aber alle aus der Kiste rausgenommen. Das heißt, wir müssen hier neue holen. In der Kiste hier, habe ich hier noch Setzlinge drin? Drei Stück, wow. Muss ich mir auch nochmal überlegen, ob ich die Kiste hier behalte oder ob ich die wegpacke. Könnte natürlich auch mit Bone Meal dann einfach ein bisschen nachhelfen. Ging auch. Ich baue jetzt einfach alles ab und sähe einfach alles nochmal neu an. Muss ich nicht lang aufpassen, was jetzt hier schon ausgewachsen war und was nicht. So. So. Und neu ansehen. Dann können wir gleich mal gucken, wie viele Setzlinge wir da jetzt schon wieder zusammenbekommen haben. Aber so viele sind es nicht. 16. Ja, es sind nicht viele. Hier noch was. Ah, jetzt habe ich hier noch Dingens mit abgebaut. Ah. Nicht gut. Das sollte hier nicht mit abgebaut werden. Neu. So, wunderbar. Ich habe zwei auf einmal gesetzt. Ist mir auch noch nie passiert. Oh. Ist schlecht. So, jetzt. Perfekt. Ja, wir könnten oben schon Karotten säen und vor allem dieses andere Karottenfeld dann wegreißen. Ne? Das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das wegmachen. Das nervt dann doch, glaube ich, auf Dauer ein bisschen. So, ob die 25 Stück hier reichen? Ah, die reichen. Die reichen. Dann haben wir das Feld hier auf alle Fälle fertig. Und dann hier oben, keine Ahnung, Karotten und da oben Kartoffeln. Ich glaube, das wäre eine coole Idee. Das machen wir so. Das heißt, wir machen es hier auch. Wir haben 1, 2, 3... 2, 3, jetzt ist das Ding kaputt. Das heißt, hier kommt das Wasserloch hin. Muss ich mir erstmal eine neue Hacke holen. Zum Pflügen. Mann! Ja, aber ich würde sagen, da machen wir nächste Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.